Hi und herzlich willkommen zu meinem Let's Play von Team Hospital. Wir sind jetzt im sechsten Krankenhaus. Ich freue mich, das heißt Halbzeit, weil bei Team Hospital gibt es leider nur 12 Krankenhäuser, die wir leiten können. Das heißt 12 Level und wir sind jetzt im sechsten, somit Halbzeit. Setzen Sie all Ihre Kenntnisse für dieses Krankenhaus ein, damit es einen gesunden Profit abwirft und mit allem fertig werden kann. Die Luft in diesem Krankenhaus ist besonders gut geeignet, Infektionen in die Krankenzimmer zu tragen. Wenn Sie Ihr Krankenhaus nicht klinisch reinhalten, müssen Sie mit Epidemien rechnen. Stecken Sie sich selbst 100.000 D-Mark in die Tasche und erhöhen Sie den Wert auf 135.000 D-Mark. Halten Sie Ausschau nach Patienten mit einem Dollarzeichen über den Kopf. Das sind Bonuspatienten. Wenn Sie gut auf sie aufpassen und sie erfolgreich heilen, bekommen Sie eine Menge Kohle. Okay. Wo ist unser... ist hier. Okay. Unser Notfalldings ist hier hinten. Dann kommt das ganz alles schön. Halt so. Dann halt so. Mir doch egal. Dann kommen sie halt dahin. Wo ist denn? Seht ihr, jetzt haben wir zum Beispiel auch schon den OP ganz von alleine, dass wir den so bauen können, dass wir nicht mehr den erst erforschen müssen, was ja gut ist. So, das heißt, die wichtigsten Sachen haben wir. Jetzt können ja schon mal die Notfälle behandelt werden. Dann kommen hier hinten die Allgemeinmedizin. Wie so oft immer Heizung, Pflanze, Mülleimer. Und dennoch frieren die Patienten. Weiß der Geier warum. Mir soll es egal sein. Ich meine, bis jetzt ist noch keiner erfroren. Nein! Ach Gott, bin ich doof. 1, 2, 3. Klick. Ich war wieder schneller, als ich gucken konnte. Aber was soll's so. Jetzt haben wir es doch. Dann kommen, machen wir hier hinten noch die Toiletten. Die passen aber schön rein. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Ja, vielleicht brauche ich auf der anderen Seite auch mal eine Toilette. Und so. Was könnten wir da vorne hinbauen? Ja, komm, machen wir hier die Psychiatrie hin. Obwohl, ich habe eine bessere Idee. Wie wäre es mit die Allgemeindiagnose und dann die Psychiatrie? Obwohl wir die ja so selten brauchen, die Allgemeindiagnose. Gefühlt. Kommt die Psychiatrie hier nämlich genau in die Mitte. Eins, zwei, drei. Und das Bücherregal. Gott, ich habe schon wieder so ein bisschen verklickt. Das ist aber, das mache ich ganz gerne, wenn ich immer ein bisschen hektisch bin. Blümchen Ecke, Mülleimer zwischen Patient und Doktor, einfach damit er seine Rotzfahnen gleich da reinschmeißen kann. Machen wir hier die Kardioabteilung. Ach, warum nicht? Ach, komm. 1, 2, 3. Ja, vielleicht keine Pflanze unbedingt. Da, wo Gerätschaften drin sind, müssen ja nicht unbedingt Pflanzen rein. Dann könnte hier noch eine Toilette hin. Und dann machen wir hinten 1, 2, 3, 1, 2, 3. Den Personalraum und vielleicht das Forschungslabor würde sich ja auch anbieten. Und noch einmal. So. Dann kommt hier hinten die Forschungsabteilung hin.
Ja, und das finde ich gut. So. Ah, so kann man es auch machen. Noch ein Aktenschrank. Er muss ja viel erforschen. Dann hier so gleich den Personalraum hinschmeißen. Obwohl, ich habe eine bessere Idee, um ein bisschen mehr Platz zu kriegen. Weil das befindet sich ja alles hier. Das heißt, hier werden im Prinzip auch noch Dings hingestellt, dass hier jetzt nicht unbedingt voll sein muss mit Stühlen, Bänken. Eigentlich ist der Ausbildungsraum auch nur noch dozierte da, weil ich benutze ihn eigentlich doch relativ selten. So. Und eins. Und noch schön. Vielleicht noch ein Videospiel. Ach, der kann nur so. Ja, nö, halt scheiß auf das Videospiel. Dann sind sie selber dran schuld. So, erstmal, die Rezeption kommt direkt hier vorne hin. Sehr zentral gelegen. Dann können hier schon mal zwei. Dann können ja hier einer hin. Und hier einer hin. So, ich finde, das sollte reichen. Den Rest schmeißen wir mit Bänken zu. Dann fehlt uns eigentlich nicht mehr so viel, weil wir haben die Diagnosegerätschaften alle schon. Alles für den Notfall haben wir. Was kein Problem ist. Nein, kein Getränkeautomat. Was soll das denn? Tu doch, was ich dir sag. Vielleicht ist das so übertrieben, weil ich so viele Bänke mache, aber es ist besser, als wenn die in der Gegend rumstehen. Ist noch viel. So. Dann seid ihr nämlich soweit. Dann könnte ich hier so. Vier Bänke. Das ist wahrscheinlich nicht so symmetrisch, wie ich das ganz gern hätte, aber das ist nicht so schlimm. Dann können sie hier noch so ein bisschen sitzen. Das müsste eigentlich reichen. Kann ja hier an den Seiten noch. Hauptsache, die Patienten kommen noch durch. Aber ich denke schon. Ja. Sonst könnte ich es nicht hinbauen. Könnt sie auch weiter nach vorne nehmen. Arrogant und großkotzig wollen wir nicht. Grob beleidigend, grob und aggressiv beleidigend. Ha! Wir haben keine Rezeptionistin. Viel blöd aber auch, aber wir kriegen das eh hin. Nee. Ja. Nee. Ja. Komm schon. Eins. Jetzt haben wir aber auch Glück hier. Ja, gut, das war's. Du kommst schon mal rein. Was haben wir denn Schönes an Ärzten? Ein Perfektionist. Sehr schön. Und gleich schon den ersten Chirurgen. Loyal und freundlich, dich werde ich. Hahaha, ich hab dich doch. Ich hab doch die Forschungsabteilung schon gebaut.
Ich habe die doch schon gebaut. Ein Psychiater, das ist sehr gut. Und noch ein Psychiater, das ist sehr, sehr, sehr gut. Das heißt, wir haben schon mal zwei, die sich abwechseln können. Sogar drei inklusive Chirurg. Gleich kommt es, sie haben viel zu viele Ärzte, das ist mir egal. Den Luxus gönne ich mir. Also, wir brauchen noch. Was brauchen wir denn noch? Die Station, das weiß ich. Wir brauchen noch den OP. Okay. Dann gucken wir mal, wo wir das hinbauen können. Wir könnten das hier so hinbauen. Machen wir es hier. Weil ich werde eh keine Notfälle für Dings annehmen. Für. Was wollte ich sagen? Ich werde eh keine Notfälle annehmen für. Den OP, weil das ist einfach zu gefährlich an sich. Und natürlich fehlt mir das Geld. Das wird jetzt immer so sein. Ab Level 6 ist es so, hat man einfach zu wenig Geld, um alles komplett zu bauen. Aber das ist. Ach, was soll ich mit dem zweiten OP? Wäre zwar witzig, aber eigentlich unnütz. Ein, zwei. Toilette braucht man noch. Hier können wir ein paar mehr hinpacken. Nicht, weil die unbedingt mehr brauchen, aber es ist ja so, hier haben wir noch ein bisschen Platz für weitere Räume, wie die das Zungending zum Beispiel. Die Zungen, nicht Bezüglichkeit, die Zungenreibe. Und die Spitzzungenreibe, so rum. Genau, die Spitzzungenreibe war es. Und dann kann man ruhig ein bisschen mehr Toiletten bauen. Ich habe eine bessere Idee. Eins, zwei, drei. Können die nämlich nicht hier hinten noch? Die müssen wir natürlich umstellen. Man, die können sich auch seitlich gegeneinander. Komm schon! Ach, immer diese Ungenauigkeit. So. Habe ich hier eigentlich? Das weiß ich gar nicht. Werden wir gleich sehen. Dann bauen wir noch einen hier hinten. Hahaha, ich wusste es doch. Können wir denn hier noch? Gut, das sind jetzt eindeutig zu viele Bänke, die sie nicht brauchen, aber das ist egal. Wir haben das Geld doch. Mehr oder weniger. Ich wollte gerade sagen, haben wir keine anständige Krankenschwester hier. Was soll das denn? So. Sind alle Räume belegt, außer die beiden?
Wir brauchen eine anständige, nette. Ahaha, da haben wir so doch. Sonst kommt noch keiner. Haben wir noch einen schönen Arzt? Psychiater, Psychiater. Ah, ein Chirurg. Die Patienten werden Leute. Gebeten, sich nicht zu oft zu übergeben. Ja, komm, nehmen wir noch den Psychiater rein. Okay. Vielleicht noch ein paar Handwerker. Hat vielfältige Fähigkeiten, dann sehr schön. Jetzt heißt es erstmal wieder ein bisschen Geld scheffeln, weil so oder so werden wir in die Miesen kommen. Und das ist unser erster Bonuspatient. Da seht ihr. Hatte Dollarzeichen über dem Kopf. Knickebein. Haben wir. Yay. Und Minus. Wie soll es auch anders sein? Ratten sind in ihr Krankenhaus eingefallen. Ich habe das Ding 2 Monate eröffnet. Wie können denn hier bitte schon wieder schon Ratten sein? Könntest du bitte mal dahin? Heiße Erkältung. Ja, das kennen wir schon. Ich glaube, uns fehlt immer noch Transparenz. Aber polierte Knochen habe ich vorgelesen. Naja, ich weiß nicht, warum man transparent wird, aber... ne, die kriegen dann einen gewissen Trank und dann werden sie wieder bunt. Kann man das so sagen? Fernsehfieber. Die Patientin soll sich mal ein Radio kaufen. Oder der Patient. Könnt ihr auch nicht schauen. Yay. Gipsentferner-Konto. Seht ihr, jetzt haben wir schon nämlich die das Gipsentferner-Ding. Die Poliklinik. Lokus Pokus haben wir auch schon. Frankenstein, das hatten wir noch nicht. Ursachen. Der Mensch ist mutagenen Gasen ausgesetzt. Symptome? Schrittweise Frankenstein-Mutation. Therapiezweichungen bringen die mutierten Körperteile wieder in den Originalzustand. Aufgeblasenheit, 6 Stück. Nein. Nicht bei Aufgeblasenheit. Der hat ja nur 8. Das ist viel zu gefährlich. Zwei Chirurgen in den OP, bitte. Heiße Rippchen, ja, kennen wir uns. Zwei Chirurgen in den OP, bitte. Komm schon! Ich habe so viele Chirurgen. Einer, zwei werden noch sich da einfinden können. Einer ist schon da. Ich hab zwei. Ich wollte mich verarschen. Ich hab verdammt nochmal mehrere Chirurgen. Hier ist einer. Na gut, der ist keiner. Schmalstimme, Ursachen. Der Geist des Kings übernimmt die Steuerung. Symptome? Vorliebe für buntes Schuhwerk und Glitzeranzüge. Therapie? Ein Psychiater erklärt dem Patienten, dass er lächerlich aussieht. Der Bürgermeister von Rosenburg. Natürlich, komm vorbei. Komm vorbei und freu dich deines Lebens. Lachkrampf, das kann ich haben. Doktor, Ursachen? Dringend in die Kardioabteilung. Klassische Situationskomik. Symptome, hilfloses Glucksen ist ganz und gar nicht lustig. Therapie? Ein Psychiater erinnert den Patienten, wie ernst der Zustand ist. Ja, das ist eine Lampe. Okay, das könnt ihr gar nicht kennen. Das ist mir nämlich bei Edna Bricht aus passiert, dass ich so einen Lachkrampf gekriegt habe. Achtung, wir haben einen VIP im Gebäude. Als es dann hieß, das ist eine Lampe. Und ich musste so lachen. Ein Arzt in die Allgemeinmedizin. Und ich musste so lachen, weil es einfach so unglaublich witzig war, wie sie es gesagt hatte. Ein Arzt in die Allgemeinmedizin. Ja, jetzt hauen die ganzen Ein Ärzte Arzt und so. In die Allgemeinmedizin. Das war so wir klar. Wir entschuldigen uns für den Müll. Durchfall. Eine Schwester in die Pharmatheke, bitte. Ein Arzt in die Allgemeinmedizin. Doktor in die Psychiatrie, bitte. Komm, ich habe hier 4 Stück. Ein Arzt bitte zur Standarddiagnose. Eine Schwester auf die Station, bitte. Ja, irgendwann können wir das Ding mal größer machen. Aber nicht heute. Sind denn alle versorgt?
Ja gut, die Schwester kommt bestimmt gleich. Los, du rennst rum. Was ist los mit dir? Geh doch schon mal Eine in der Schwester auf die Dings. Station, bitte. Saumagen kennen wir auch schon. Das weiß ich. Zwei Durchfall. Chirurgen in den OP, bitte. Einer ist doch schon da. Einer ist schon da und wartet auf euch. Wir entschuldigen uns für den Müll. Na, wie läuft's bei dir? Schon 22 Besuche im ersten Jahr. Ja, warum nicht? Man muss ja auch erstmal. Was macht der denn da? Ach so. Der hat jetzt auch nur drauf gewartet, dass er ran darf. Ja, warum nicht? Haben wir denn überhaupt so Leute mit? Ein Arzt in die Entlüftungsanlage, bitte. Ein Arzt in die Allgemeinmedizin. Natürlich. Spitzungenreiber hat aber, glaube ich, 3000 gekostet. Könnte ein bisschen knapp werden, aber kriegen wir hin. Wir haben ja das Geld jetzt. Genau, wusste ich doch, es hat 3000 gekostet. Ein Arzt bitte in die Ein Dingsabteilung. Arzt bitte in die Spitzenzungenabteilung. Ich wusste es doch. Christian auf hier. So. Wer hätte das gedacht, dass ich das weiß? Sie haben zu viele. Habe ich gar nicht. Jedes Mal das Gleiche. Sie haben zu viele Ärzte. Ein Arzt in die Allgemeinmedizin. Ein Arzt in die Allgemeinmedizin. Ich habe Ratten. Wieso, weshalb auch immer ich Ratten habe. Ja, seht ihr, die passt schon gar nicht mehr. Das Telegramm nach dem Besuch in Ihrem Krankenhaus bemerkte der Bürgermeister von Rosenburg. Das nenne ich ein Krankenhaus. Ihm wurde ein Bonus in Höhe von 2000 gewährt. Ihr Ruf hat sich gebessert. Wenn ihr glaubt, dass das ein Bug ist mit ob der Zauber, da steht ja mal Transparenz, okay. Ursachen: Abschlecken des Joghurts von der Folie geöffneter Becher. Symptome: Patient wird durchsichtig und sieht ziemlich unheimlich aus. Therapie: Ein spezieller gekühlter und gefärbter Trank muss getrunken werden. Kennen wir. Ich meine, wer schlägt nicht den Becher ab? Die Folie vom Becher ab. Nein, das meine ich gar nicht. Was ich sagen wollte, war, Ein Arzt in die Allgemeinmedizin. Da steht ja mal so, der Bürgermeister von Rosenburg, ob der Zauber. Und das ist etwas, das ist kein Bug. Das hatte ich auch schon. Das habe ich auch auf der Original-CD. Also, Ein Arzt das bitte in die heißt so, Spitzenzungenabteilung. entweder ist es ein Bug, der sehr, sehr, sehr weit verbreitet ist. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Schlafkrankheit. Ja, natürlich. Zwei Chirurgen in den OP, bitte. Doktor, bitte dringend in die Kar Yay. Wir sind auf der besten Liste. 55.000 Lord Witt. Du bist der Nächste, den wir schubsen werden. Wir haben keine Toten. Wir haben 32 geheilt. Wir haben 36 Besucher gehabt und dafür 32 Heilungen ist schon echt gut. Unsere Werte liegen bei 99.000. Das ist aber kein Problem, weil das steigert sich mit dem Dings. Mit dem Ruf unserer, mit den Zukäufen unseres Krankenhauses steigert sich das denn? So. Oh mein Gott, ich habe kein Geld mehr. Das ist aber nicht das Problem. Ein Arzt in die Allgemeinmedizin.
Dann nehmen wir halt wieder einen weiteren Kredit auf, damit wir uns das leisten können. Es ist ja wichtig, dass sie auch Toiletten haben. Toiletten sind auch sehr wichtig, braucht der Mensch. Eins und drei, eins und drei. Ich meine, wenn doch mehr Leute auf Toilette müssen, können sie auch ins Nebengebäude rennen. Ich meine, die anderen Toiletten sind jetzt nicht so weit weg. Na komm, noch eine. Für den Müll. Das will ich doch hoffen. Windige Patienten ursachen zu viel Bewegung nach dem Essen. Symptome: Die Leute, die direkt hinter dem Patienten stehen, werden ziemlich böse. Therapie: Der Patient muss in die Entlüftungsanlage entlüftet werden. Gar nicht wahr. Aber okay, belassen wir es dabei. So, das geht noch, das geht noch. In die Entlüftungsanlage, bitte. Ist ja vielleicht doch. Nee, das ist der mit dem dicken Kopf, okay. Wir haben zwar gute Ärzte, aber doch nicht so gut, wo ich sagen muss, hey, das will ich haben. Und da ist schon die Anfrage für die Poliklinik. Du kommst mal hier hin. So. Weil vielleicht haben wir noch so einen großen Eine Raum. Schwester bitte in die Poliklinik. Das so klar. Einen so einen großen Raum wie der Scanner oder sowas. Der könnte denn da vielleicht noch hinpassen. Und dann wäre das schon wichtig. So. Ich habe jetzt schon wieder kein Geld mehr. Was sagt die Forschung? Ist wahrscheinlich noch überhaupt nicht fertig mit irgendwas. War ja klar. Wo sind denn meine ganzen Ärzte hin? Zwei Chirurgen in den OP, bitte. Da fehlt ein Ein Arzt Chirurg. in die Allgemeinmedizin. Ach, Ein die. Arzt in die Allgemeinmedizin. Ja, sieh mal einer an. Ein Arzt bitte zur Standarddiagnose. Doktor in die Psychiatrie, bitte. Ja, komm, den anderen gönnen wir uns noch. Der noch schön die zweite Schwester. Ich fasse es nicht. Ein Arzt in die Allgemeinmedizin. Ach, Himmel, Arsch Doktor ins in die Hirn. Psychiatrie, bitte. Kommt schon. Eine Schwester in die Pharmatheke, bitte. Ach du Gott, was bist du denn? Treffen Sie bei den Patienten eine Entscheidung. Ein Arzt in die Nee. Allgemeinmedizin. Kopfus callos, Ursachen, Erfinden von Geschichten und Lügenmärchen, Symptome, glänzende Platte und Verlegenheit, Therapie. Das Haar wird mit Hilfe der Haar-Repair-Komplexes nahtlos auf den Kopf eingeschmolzen. Aber wir haben Bitte in natürlich die Spitze. kein so ein Gerätschaften. Na, kann man. Ha, ich wusste es. Können wir ja schon mal ein bisschen erforschen. Dafür haben wir ja die. Achtung, Oh nein. Erdbeben steht bevor. 1, 2, 3, 4. Naja, du noch nicht. Du. Ich wusste es. Erdbebenvorhersage. Eine Schwester bitte in die Poliklinik. Eine Schwester in die Bitte, 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 Pharmatheke, bitte, bitte, bitte. bitte, bitte, kein Dings. Was das? Wir entschuldigen uns für den Müll. Alter, macht mich nicht schwach. Was macht ihr denn hier alles? Zwei Chirurgen in den OP, bitte. Da bist du.
Da ist keiner, okay. Ein Arzt bitte zur Standarddiagnose. Ich habe Angst. Kam jetzt oder kam jetzt keiner? Nö. Ein Sozialarbeiter ist im Krankenhaus. Okay. Heilen Sie noch 103 und dann gewinnen Sie. Ja, ich bin gerade pleite. Ich bin mal wieder super pleite gerade. Das Problem ist, dass wir dann als nächstes einen Raum kaufen müssen wieder. Ein Arzt in die Röntgenstation, bitte. So viel zum Thema, ich habe so viele Patienten. Warnung, Erdbebenvorhersage. Ein Arzt in die Entlüftungsanlage, bitte. Warnung, Erdbebenvorhersage. Ja, das war mir klar, dass das jetzt passiert. Du brauchst. Ihr braucht alle. Jungs! Ein Arzt in die Entlüftungsanlage, bitte. Macht hin! Geh doch. Du Superchirurg, du kommst mal mit. Hockt da einer drin? Nö. 9, 9, 12. Ein Arzt in die Allgemeinmedizin. Wie viel kann ich nicht mal gucken, wie viel mich das neu kosten würde? Wie soll ich denn Geld verdienen? Wenn hier keine Patienten kommen. Ich höre die ganze Zeit yeah, 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 aber Doktor, ich sehe kein Geld. Bitte dringend in die Kardioabteilung. Oh, 12 Saumungen, denn nur 3600. Ihr habt ja wohl die Platte. Bäm. Könnte ich immer noch nicht mehr machen. Komm schon. Wo bleiben die 3000? Da sind die 3000. Ein Arzt in die Allgemeinmedizin. Okay, dann haben wir 8. Mann, nur 8? Was soll ich denn mit 8? Doktor in die Psychiatrie, bitte. Ah, schön, aber nur wenn sie bei 6 runtergehen. Ja, Doktor, das war klar. Bitte dringend in die Kardioabteilung. Was ist denn los? Knackenbacken kennen wir Ein schon. Ein Arzt in die Allgemeinmedizin. Bitte zur Standarddiagnose. Ein Arzt in die Allgemeinmedizin. Wir entschuldigen uns für den Müll. Ja, gehen wir doch schon. Jetzt brauchen wir wieder Geld. Es ist immer das liebe Geld. Oh, schon bei 30.000. Ach, verdammt. Alles ist egal. Wir kriegen das hin. Sobald erstmal alles erforscht ist und wir alles haben, geht das eigentlich. Ich weiß, ich könnte das da hinten hinbauen, aber ich will nicht. Repair-Komplex. 1, 2, 3, 4. So, haben wir das. Das Ding ist auch eins der Sachen, die am ersten explodieren. Ein Arzt in die Allgemeinmedizin. Ein Arzt in die Röntgenstation, bitte. Mein Gott, ich hab den übelst cool. Ein Arzt in die Entlüftungsanlage, bitte. Doktor in da. Die Psychiatrie, bitte. Bäm. Ein Arzt in die Und schon kriegt er so voll die geile Platte hier. Nach dem Besuch in ihrem Krankenhaus bemerkte der Gesundheitsminister, was für ein gutes Krankenhaus. Danke für die Einladung. Ein Arzt in die Entlüftungsanlage, bitte. Polierte Knochen. Eine Schwester bitte in die Poliklinik. Ich habe so viele, da wird sich ja wohl eine finden. Ein Arzt bitte in die Spitzzungenabteilung. Eine Schwester auf die Station bitte. Ich habe nur 3, aber trotzdem. Ein Arzt in die Röntgenstation bitte. 2 Chirurgen in den OP bitte. Doktor in die Psychiatrie bitte. So viel zum Thema, ich habe zu viele Ärzte.
Wir entschuldigen uns für den Müll. Ein Arzt in die Allgemeinmedizin. Ja, nicht unbedingt. Muss ja nicht sein. Ich meine, was kann ich dafür, wenn die sich da... Ich habe in fast jedem Raum Mülleimer. Eine Schwester in die Pharmatheke, bitte. Ah, sieht da den Scanner, könnte ich. Aber erst nächsten Monat. Im Dezember versuchen wir mal ein bisschen was zurückzuzahlen. Zwei Chirurgen in den OP, bitte. Was ist nur los mit euch? Da liegt was. Alter. Was daneben? Bitte in die Spitzenzungenabteilung. Alter, ihr läuft rum wie... Hast du es jetzt weggemacht? Ne. Du, komm mal her. Ich weiß. Jetzt heißt den das ein bisschen. Das ist gar nicht so einfach. Auf jeden Fall hat er jetzt Dings. Eine Schwester in die Pharmatheke, bitte. Ein Arzt in die Röntgenstation. Oh, die hat schon 9. Zwei Chirurgen in den OP, bitte. Ein Arzt bitte 9. Zur Standarddiagnose. Schon mal 5.000 zurückgezahlt, also immerhin etwas. Nein. Ein Arzt in die Allgemeinmedizin. Doktor in die Psychiatrie, Acht. Bitte. Ein Arzt in die Allgemeinmedizin. Haha, 10.000 haben wir schon mal zurückgezahlt. Und da ist das Jahr wieder um. Wir haben immer noch keinen Toten gehabt. Sehr schön. Wir haben auch die meisten Besucher, sind zwar immer noch pleite, aber was soll's. Aber wir haben schon mal unseren Krankenhauswert gesteigert. Und wir haben 18.000. Hahaha, doch nicht so groß, wie ich gedacht habe. Ach komm, was soll da jetzt? Noch eins zurück. Kriegst noch ein Fenster mit hin. Warum nicht? Es war nicht so geplant, ich schwöre es, aber was soll's. Hast du denn noch einen schönen Arzt oder so? Also machen wir mal 3 Handlanger und hier einen ganz normalen Arzt. Der kann in der Allgemeinmedizin rumgucken. Alles, was unter 6 wird, wird erneuert. Das war mir klar. Willst du den jetzt reparieren? Ist das jetzt A? Nee, 9, okay. 3, also 12. Hier geht's auch noch. Ein Arzt in den Hair Repair Komplex. Wie sie das schon sagt, ein Arzt in Hair Repair Komplex. Weil man dann ja auch die besseren Haare hat, ne? Habe ich denn jetzt alles erforscht? Ja, super. Dann kommen die Verbesserungen und die Medikamentenforschung. Weil bei den Medikamenten und bei den... Doch, bei den Medikamenten ist immer sehr groß, dass man da einer sterben kann. Weil die nicht zu 100% wirken. Naja, langsam geht's doch bergauf. Doktor in die Psychiatrie, bitte.
Tottenlottel möchte dem Krankenhaus einen Besuch abstatten. Stellen Sie eine offizielle, ja. Soll er kommen. Wir entschuldigen uns für den Müll. Alter, die... Was heulen die denn wegen dem Dings rum? Ahaha, jetzt geht er hier schon auf den Ding zu. 12, Doktor, komm. Bitte dringend das in die sagt super. In den Scannerraum möchte irgendwie keiner. Doktor, nein. Bitte dringend in die Kardioabteilung. Zwei Chirurgen in den OP, bitte. Ein VIP hat das Gebäude betreten. Ein Arzt in die Entlüftungsanlage, bitte. Ja. Doktor in die Psychiatrie, bitte. Doktor, in den Scannerraum, bitte. Zwei Chirurgen in den OP, bitte. Ein Arzt in den Hair-Repair-Komplex. Na? Na komm, wir können schon mal wieder 10.000 zurückzahlen. Mit 9.000 lässt sich's gut leben. Ein Arzt in die Entlüftungsanlage, bitte. Doktor in die Psychiatrie, bitte. Jetzt läuft's doch. Was sagt eigentlich unsere Diagnose? Das Geld kann ein wenig dauern. aber wir haben schon mal gut geheilt. Unser Wert ist auch super. Also das mit dem Patientenheilen, das kommt ja eh mit der Zeit. Und je mehr Patienten wir heilen, desto mehr Geld kriegen wir. Schon deshalb, weil wir jetzt hier auch gar nichts mehr bauen müssen, glaube ich. Eine Schwester in die Pharmatheke, bitte. Ja, auf, auf. Eine Schwester bitte in die Poliklinik. Zwei Chirurgen in den OP, bitte. Ein Arzt in den Hair-Repair-Komplex. Ich weiß, jetzt habe ich sehr viel ausgegeben, aber 14 ist schon nicht gut. Eine Schwester in die Pharmatheke, bitte. 14 für den P ist eigentlich schon sehr gut. Das heißt, da muss ich mir jetzt erstmal nicht so viel Sorgen machen. Bitte in die Spitzenzungenabteilung. Eine Schwester auf die Station, bitte. Gott, was bist du denn für einer? Ein Arzt in die Allgemeinmedizin. Hier geht's ab. Ich habe überhaupt nicht zu ein viele Arzt Ärzte. In die Röntgenstation, bitte. Zwei Chirurgen in den OP, bitte. Zwei Chirurgen in den OP, bitte. Eine okay, Schwester du bist überarbeitet, damit kann ich leben. Ein Arzt in die Allgemeinmedizin. Ein Arzt bitte zur Standarddiagnose. Ach, das ist ja schon ein Arzt in die Röntgenstation, bitte. Ein Arzt bitte in die Spitzenzungenabteilung. Also dafür, dass ich ja immer so, dass ich so viele Ärzte habe, ne, müsste ein das eigentlich Arzt gar nicht so sein. Standarddiagnose. Ein Arzt in die Allgemeinmedizin. Doktor in die Psychiatrie, bitte. Ein Arzt in die Allgemeinmedizin. Da sind 3 von 12. Doktor, bitte dringend in die Kardioabteilung. Jo. Geht doch mal einer in die Kardioabteilung. Wir entschuldigen uns für den Müll. Gut, wird halt der ganz normale Arzt gefeuert. Mir doch egal. Ein Arzt in die Entlüftungsanlage, bitte. Doktor, in den Scannerraum, bitte. So, dann können wir schon mal wieder ein... Ha, jetzt sind wir schuldenfrei, jetzt sind wir schuldenfrei. Das heißt, wir können jetzt schön... Ein Arzt bitte zur Standarddiagnose. Sparen und horten. Und schön aufpassen. Gott, keine... Der hat nur 800 gewährt. Was für ein Pfosten. Der hat doch keine Ahnung. Ein Arzt in die Röntgenstation, bitte. Der hat keine Ahnung von guter... Ein Arzt bitte zur...
zur Standarddiagnose. Medizinische Einrichtung. Ein Arzt bitte zur Standarddiagnose. Machen wir, was ich nun machen muss? Nö. Haben wir alles. Da haben wir alles. Einer meiner Ärzte ist Berater geworden. Wann ist denn der Berater geworden? Hier, bei Schlafkrankheiten 85% Heilung. Kann auch besser werden. Ein Arzt bitte in die Spitzenzungenabteilung. Wer hätte das gedacht? Doktor in die Psychiatrie bitte. Gott sei Dank 10, jetzt ist es ein bisschen besser. OP, bitte. Zwei Chirurgen in den OP, bitte. Ein Arzt in den Hair Repair Komplex. Aha. Ein Arzt bitte in die Spitzenzungenabteilung. Also wir haben jetzt dieses Jahr unsere Schulden abbezahlt und sind schon bei 35.000 plus. Ein Arzt in die Allgemeinmedizin. Was will man mehr? Doktor, in den Scannerraum bitte. Ein Arzt bitte. Komm schon, Jungs. Standarddiagnose. Zwei Chirurgen in den OP, bitte. Da war aber einer ganz schön am Drücken. Psychiatrie, bitte. Doktor, in den Scannerraum, bitte. Ein Arzt in den Harry. Komm schon, noch 2000, das schafft ihr. Macht hin. Ich glaub ganz fest an euch. 40.000, yeah. Eine Kasse auf die Station, bitte. Sehr schön. Doktor, in den Scannerraum bitte. Wir können alles schaffen. Wir sind schon fast ein bei 50.000. Arzt in die Röntgenstation, bitte. Ein Arzt. Krass. Haha, 63.000. Immer noch kein Toter. Sehr schön. Wir sind jetzt bei 54.000 insgesamt. 160 Leute haben wir geheilt. Wir haben auch die meisten Besucher. Oh, wir sind so gut. Wir können schon gar keinen besseren Rang haben. Wir sind schon ganz nach oben. Wir sind schon das Top-Ding. Jung, jung. Jetzt müssen wir echt aufpassen, dass uns hier nicht die Bude um die Ohren fliegt. Ein Arzt in die Allgemeinmedizin. Ein Arzt bitte zur Standarddiagnose. Du kannst mal einen Arzt Handlanger holen. Wir entschuldigen uns für den Müll. Ein Arzt in die Entlüftungsanlage, bitte. Ein Arzt in der die Allgemeinmedizin. In Ordnung. Zwei Chirurgen in den OP, bitte. Ein Arzt ah, in die der ist schon bei 12. Ha. Ein ach, komm schon. In den Hair Repair Komplex. Nee, du musst. Wir entschuldigen uns für den Müll. Ich wollte eigentlich die. Kannst ja mal hier bleiben. Ein Arzt in die Allgemeinmedizin. Eine Schwester auf die Station, bitte. Was kommt denn? Arzt in die Entlüftungsanlage. Prinz Bernhard der Niederlande. Juhu. Ein Bonuspatient. Es ist nur noch eine Frage der Zeit. Bis wir sie kriegen. 30.000 sind es nur. Gott, was ist mit dir los? Was ist das für ein Problem? Oh nein. Eine Tankkappe. Die bitte. Ein Arzt bitte in die Spitzenzungenabteilung. Er wird drangenommen. Erdbeben steht bevor. Ja, das habe ich mitgekriegt. Schwester bitte in die Poliklinik. Doktor in die Psychiatrie bitte. Ein VIP ist zu Besuch. Sind sie denn jetzt alle repariert? 1 von 12, 10, 11. 11, okay. 12.
Arzt in die Entlüftungsanlage, bitte. Okay, er ist auch dran. Ach, Doktor Gott in sei die Dank. Psychiatrie, bitte. 25.000, wo ist unser Bonuspatient? Radiologe in die OP, bitte. Ach, da ist er. Ein Arzt Er hat in die Knackenbacken. Entlüftungsanlage, bitte. Na denn? Ach, der kommt als zweites dran. Oh nein! Vorhersage. Ein Arzt in den Hair Repair Komplex. Ein Arzt in die Allgemeinmedizin. Bis jetzt hatten die meisten nur ein oder zwei, ne? Achtung, Erdbebenwarnung. Wahaha, jetzt aber schnell. Du musst, du musst, du musst, du musst. Alle müssen. Bevor es mir hier um die Ohren fliegt. Okay, den habe ich schon. Komm schon! Jungs und Mädels. Was geht der denn da weg? Nicht aufs Klo gehen. Alter, ich hab doch den Handwerker gerufen. Doktor, in den Scannerraum bitte. 9, 11. Ein Arzt in die Allgemeinmedizin. 10. 10? Ein Arzt in die Röntgenstation bitte. Okay, da sind's auch 10. Es lief aber noch ganz gut. Doktor, bitte dringend in die Kardioabteilung. Ein Arzt in die Allgemeinmedizin. Doktor in die Psychiatrie, bitte. Nichts darf mir kaputt gehen. Dann werde ich sauer. Wir sind so kurz Ein davor. Ein Arzt bitte zur Standarddiagnose. Ein Arzt in die Röntgenstation, bitte. Doktor, in den Scannerraum, bitte. Komm schon. Ein Chirurgen in den OP, bitte. Was ist denn los? Eben gerade gab es so viel Geld. Kommt schon. Doktor, in den Scannerraum bitte. Doktor, in die Psychiatrie bitte. Ein Arzt in die Allgemeinmedizin. Ein Arzt in die Wir haben es fast geschafft. Bitte? Leute, wir haben es fast geschafft. Oh, wir sind drinne. Jetzt nur ein bisschen mehr. Ein Arzt bitte in die Spitzzungenabteilung. Was passiert? Ein reizendes Krankenhaus. Doktor, oh. In die Psychiatrie bitte. Ein Am Arzt Arsch, bitte Alter. In die Spitzzungenabteilung. Doktor, in den Scannerraum bitte. Zehn. Kommt schon, wir schaffen das. Wir müssen nur das Jahr durchhalten. Zwei Chirurgen in den OP, bitte. Dann haben wir es geschafft. In den OP, bitte. Aber es sieht Doktor, gut aus. In den Scannerraum, bitte. Zur Not können wir nämlich was neu kaufen. Ach, ja. Doktor, in die Psychiatrie, bitte. Was ist mit dir los? Eine Schwester auf die Station, bitte. Ah, Knackenbacken, okay. Wir entschuldigen uns für den Müll. 5.000. Ja gut, können wir uns aber leisten. Eine Schwester bitte 14, in die Poliklinik. 14. Eine Schwester in die Pharmatheke bitte. Zwei Chirurgen in den OP bitte. Ein Arzt in die Entlüftungsanlage bitte. Doktor, in den Scannerraum bitte. Ja, komm. Ein Arzt Bei dir habe ich ein Care bisschen Angst. Komplex. Eine Schwester auf die Station bitte. Ein Arzt bitte zur Standarddiagnose. Doktor, bitte dringend in die Kardioabteilung. Ach ja. Ein Arzt bitte in die Spitzzungenabteilung. Operationstisch wurde verbessert. Eine Schwester bitte in die Poliklinik. Med, med, med. Ein Arzt in die Allgemeinmedizin. Ein Arzt in die Allgemeinmedizin. Ah! Bäm, wir müssen nicht mal das Jahr durchhalten. Hallo Maika, Sie waren äußerst erfolgreich. Sie haben eine große Zukunft. Deshalb bieten wir Ihnen eine andere Stelle an. Sie bekommen 66.932 D-Mark. Die Herausforderung wird Ihnen sicher gefallen. Sind Sie an einer Stelle im Grünpol-Krankenhaus interessiert?
Machen wir's. Komm schon. Ja, habt ihr das Passwort? Kurz Video halten, abschreiben, weitermachen. Und wir sind im grünen Bereich. Bam. Okay. Ich sag auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Gebt mir einen Daumen nach oben. Empfiehlt mich weiter. Guckt mal bei Twitch rein. Ihr kennt das ja alles. Auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.